Hallo, herzlich willkommen zum ziemlich sicher jetzt letzten Video mit Erklärungen zur Webseite 72-Stunden.de. Jetzt ganz kurz vor Aktionsstart möchte ich euch zeigen, wie ihr Hilferufe und Erfolgsmeldungen einstellen, verwalten und eben auch schön darstellen könnt. Jetzt im ersten Schritt gucken wir uns das Ganze als Aktionsgruppe an. Wir sind hier jetzt mal als eine Testgruppe angemeldet, haben hier unsere Aktionsgruppenseite, auf der dann jetzt hier der Button Hilferufe und Erfolge steht. Ja, wir haben hier natürlich noch keine Hilferufe und auch noch keine Erfolge und stellen jetzt hier den ersten ein. Der erste Schritt ist immer zunächst einen Hilferuf zu schreiben. Speichern wir. So, dann ist schon der Hilferuf drin. Bei Bearbeiten haben wir jetzt zum einen die Möglichkeit, das Ganze zu ändern oder das hier durch diesen Haken und eine neue Überschrift als Erfolgsmeldung und die Story dazu eben als Erfolgsmeldung darzustellen, und wir können noch ein Bild hochladen. Das geht auch jetzt schon, also nicht nur für Erfolgsmeldungen, sondern auch für Hilferufe. Laden hier jetzt einfach mal was hoch. Speichern. Und haben jetzt hier den aktualisierten Hilferuf. Gehen wir dann wieder zurück. Gucken wir uns jetzt an. Ja, steht hier immer noch unsere Hilfemeldung. Soweit lassen wir das jetzt erstmal und gucken uns das Ganze jetzt in Typo 3 an, wie das ein Ko-Kreis oder ein Diözesanverband sieht. Dafür haben wir hier auch eben unseren Test-TV und gehen mal zu den Gruppendatensätzen in den Test-Ko-Kreis rein. Da haben wir hier unsere Gruppe und sehen hier unten schon eben auch alle Hilferufe aufgelistet. Die könnt ihr hier direkt auch bearbeiten. Also hier steht immer die Überschrift. Das Nein heißt, es ist noch kein Erfolg. Wenn da ein Ja steht, dann ist es eben eine Erfolgsmeldung. Wenn ich jetzt hier die Aktionsgruppe bearbeite, hier auf die Gruppenermeldedaten gehe, ganz nach unten scrolle, dann steht hier unten eben auch der Hilferuf und ich kann hier auch neue anlegen. Also sinnvoll, das wirklich über den Gruppendatensatz anzulegen, weil das natürlich ja auch einer Gruppe zugeordnet werden muss. Von daher ist es schön, dass es in dem Menü vorher die Übersicht gibt, aber anlegen solltet ihr sie hier, wenn ihr das selbst tun wollt. Kriegen wir hier so einen neuen Datensatz, klicken drauf. Im Grunde sind das die gleichen Felder, hier halt eben eher so ein bisschen Typo 3-mäßig formatiert. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht groß zu erklären. So, schreiben wir einfach irgendwas rein, speichern das Ganze. Machen hier mal wieder zu. Dann sehen wir jetzt hier zwei Hilfemeldungen. Jetzt wollen wir die ganzen Meldungen natürlich ausgeben. Dafür könnten wir zum Beispiel eine neue Seite anlegen. Machen wir jetzt einfach mal hier, legen hier eine neue Seite an. Nennen sie Hilferufe. Also schon mal vorneweg der kleine Tipp. Klar, die Funktion heißt Hilferufe und Erfolgsmeldungen. Allerdings, wenn ihr das ausgeschrieben hier als Seitentitel reinschreibt, wird das zu groß sein für die Buttons, auf denen es nachher dargestellt wird und sieht dann ziemlich doof aus. Von daher denke ich, müsst ihr euch irgendwas Kürzeres überlegen. Zum Beispiel Hilferufe. Speichern und schließen. Können wir auch gleich sichtbar machen. Und gehen dann jetzt in die Seitenansicht, um das Ganze auch im Detail zu bearbeiten. So, hier müssen wir jetzt entsprechenden Inhaltstyp auswählen. Je nachdem, ob ihr Ko-Kreis oder Diözesanverband seid, ist das hier natürlich deutlich weniger als hier bei mir steht. Für den Ko-Kreis solltet ihr hier eine Ko-Kreis-Verteilerseite nehmen. Und wenn ihr ein Diözesanverband seid, dann nehmt ihr eine DV-Verteilerseite. Da wir hier gerade jetzt im Bereich im Diözesanverband sind, klickt man hier auf die DV-Verteilerseite. Also das ist die Seite, die ihr sonst nehmt, um etwa auf eurer Startseite oder sowas mehrere Boxen darzustellen.
Hier haben wir zwar nur ein Element, aber wie ihr gleich sehen werdet, ist das relativ groß. Aktiviert. Speichern wir. So, und fügen jetzt das eigentlich interessante Element ein. Scrollen hier ganz nach unten. Bei den Plugins gibt es jetzt hier das Plugin Hilferufe und Erfolge. Hier auf dem zweiten Reiter Plugin sind ein paar Sachen, die ihr einstellen könnt. Im Grunde sind das hier drei Optionen, die es gibt, und die schließen sich gegenseitig aus. Wenn ihr hier diesen Haken setzt, dann bekommt ihr wirklich alle Hilferufe und Erfolgsmeldungen, die es gibt, ausgespielt. Also nicht nur die aus eurer Region, nicht nur die aus eurem Diözesanverband, sondern wirklich alle. Also das ist eher so für die Bundesstaatsseite interessant. Wenn ihr ein Diözesanverband seid, setzt ihr diesen Haken nicht, braucht auch hier unten bei den Guckkreisen nichts einzutragen, sondern wählt hier aus der Liste einen der Diözesanverbände aus. Wenn ihr ein Guckkreis seid, dann ist euch auch ganz egal, was hier drin steht, weil das wird jetzt überschrieben, wenn wir hier einen Guckkreisordner auswählen. Das Ganze machen wir jetzt auch und wählen aus über uns Diözesanverbände, Test-DV, Anmeldungen, Co-Kreise, Test-Co-Kreis, unseren Co-Kreis aus. Hier brauchen wir überall nichts mehr einzustellen, ist auch aktiviert, wunderbar. Dann speichern, schließen wir das Ganze und schauen uns jetzt unsere Seite mal an. Ja, so sehen Hilferuf und Erfolgsmeldungen aus. Hier haben wir jetzt zwei Meldungen, weil unsere Testgruppe in Aachen liegt, steht hier halt eben Hilfe in Aachen da. Und wenn ihr quasi jetzt als Besucher auf der Seite der Gruppe helfen wollt, klickt ihr hier drauf und es öffnet sich hier dann eben auch die Seite der Aktionsgruppe, bei der eben auch unten die Kontaktdaten der Gruppe stehen, sodass ihr direkt was tun könnt. Klickt ihr hier auf Jetzt helfen, dann werdet ihr auch direkt nach unten auf die Kontaktdaten verwiesen. So, dann ist jetzt das Schlafproblem gelöst. Das tragen wir jetzt gerade mal ein. So, es wurde uns geholfen. Speichern. Dann laden wir gerade mal die Gruppenseite neu. Da seht ihr jetzt, der eine Hilferuf wurde zur Erfolgsmeldung. Die Hilfemeldung kann man sich immer noch anschauen hier. Und die andere Meldung ist eben noch aktiv. Gehen wir hier auf unsere Liste. Dann sieht es im Grunde genauso aus. Bei mehr Lesen kommt man hier zur Gruppe. Und bei der Hilferuf wird das hier so eingeblendet. Und der andere steht eben auch noch da. Gucken wir uns das Ganze jetzt einfach auch nochmal in Typo 3 an. Listenansicht. So, seht ihr hier auch die zwei Meldungen. Einmal, ich brauche Schlaf mit einem Ja dran, also das ist eine gelöste Geschichte. Und Hilfemeldung 2, die war eben noch ungelöst. Und im Gruppendatensatz steht das Gleiche drin. Auch hier sind die beiden Meldungen mit Ja und Nein. Jetzt hatten wir hier zwar eine eigene Seite dafür eingerichtet, aber natürlich muss das nicht immer sein, dass das hier auf einer extra Seite steht. Das könnte genauso gut auch auf der Startseite stehen, die hier bei uns vom fleißigen Testen relativ zugemüllt aussieht. Da haben wir eben diese typischen vier Boxen, die ihr meistens auf den Verteilerseiten kennt. Da passt zwar nicht eine einzelne Box rein, aber wir können unser Hilfemodul auch hier kopieren
und gehen auf unsere Startseite. Die liegt gerade hier. Gucken uns das ganze Chaos in der Seitenansicht an. Ich hoffe, bei euch sieht es nicht ganz so schlimm aus. Jetzt legen wir das mal hier zwischen die zwei Zeilen mit den Boxen, einfach hier zwischen rein. Einfügen. Das wird noch unsichtbar. Ich mache das hier sichtbar. Dann laden wir die Seite jetzt mal neu. Und dann kommt das ganze Modul hier zwischendrin. Also so könnt ihr gucken, wenn ihr es auf eurer Startseite oder generell auf so einer Seite, wo auch noch andere Inhalte sein sollen, hinhaben möchtet, könnt ihr so zwischen reinpacken, nur halt eben auf diesen Musterseiten, wo die rechte Spalte für irgendwelche Inhalte vergeben ist, da passt das Modul nicht hin, sondern ihr braucht wirklich immer die volle Breite. Gut, das war's auch schon. Ich glaube, mit den kurzen Infos seid ihr fit, das Ganze jetzt so schnell auf der Seite einzubauen und dann am kommenden Wochenende fleißig zu nutzen. Viel Spaß damit und eine tolle 72-Stunden-Aktion. Ciao!